Der Machfeldkanal beginnt hier entlang Enzersdorf, etwas stromaufwärts vom Einlaufbauwerk des Wiener Entlastungsgeländes. Das Einlaufbauwerk des Machfeldkanals nimmt sich da vergleichsweise herzig aus. Die Krähe hat damit rein gar nichts zu tun. Ich mag die Viecher bloß. Der Kanal versorgt bekanntlich das Machfeld mit Wasser und es gibt einen parallel verlaufenden Radweg. Die ersten paar Kanalkilometer sehe ich mir heute an. Dort beginnt der Kanal eigentlich wirklich. Bevor ich auf den Schotterweg einbiege, muss ich noch eine Pause einlegen. Es gibt da einfach zu viel Obst. Die roten sind angeblich nicht so süß, aber die hängen sowieso zu hoch. Und mit den Nüssen dauert es ja noch etwas. Zum Kanal selbst, der verläuft leider die ersten Kilometer parallel zur Donauuferautobahn, was im Video auch zu hören ist. Das wäre Nummer 1. Etwas schaumig, aber man kann nicht alles haben. Bevor ich zur Fauna komme, noch etwas Flora. Nachdem jemand am anderen Ufer einen Graureiher verscheucht hat, verlege ich mich auf die Insekten, vor allem die Libellen. Davon gibt's hier Massen. Vor allem gemeine Becherjungfern. Die Männchen sind blau, die Weibchen eher blasser, bräunlich-grün. Da haben wir ein Weibchen. Das hier sind Prachtlibellen. Die kennt man schon an ihrem flatternden Flug. Sogenannte gebänderte Prachtlibellen. Die Männchen haben blaue Flügel, aber nicht ganz bis zum Ende. Die Weibchen sind grün und haben transparente Flügel. Da haben wir schon ein paar Weibchen. Die letzte Einstellung stammt bereits vom sogenannten Schönungsteich. Dort sollen sich die Schwemmstoffe aus dem Donauwasser absetzen. Ist ein interessantes Biotop geworden. Stoppenten gibt es da natürlich wie überall und auch diese Jungschwäne sind an sich nichts Besonderes. Aber ein freundliches Ehepaar erzählt mir eine Geschichte. Die Schwanenmutter starb zu früh. Und alle 7 Stück wurden vom Schwanenvater praktisch alleine hochgebracht. Alle Achtung! Na, und ein Graureiher ist auch noch hier. Mittlerweile ist es schon spät, wie man sieht, und ich muss meine Kanalerkundung abbrechen. Exakt bei Kilometer 3,9 übrigens.
Eine Aufnahme geht sich noch aus. Mal sehen, wann ich mir die übrigen 57 Kilometer des Radwegs vornehme.